Hey Leute, was geht? Heute möchte ich über meine Lieblings-6 Alben reden, also Hip-Hop-Alben in den letzten 6 Monaten. Und ich will gar nicht viel dazu sagen, außer dass ein Album davon nicht Hip-Hop ist, sondern ein Special-Genre, das ich später aufdecken werde. Aber ja, lass einfach anfangen. Auf Platz 6 ist Up to Me von Yeat. Das ist krank. Das Album ist einfach krank. Das Ding ist, das Album ist so voller Energy und beim Hören, naja, das macht mich auch so low-key sauer und so. Aber er rappt nicht aggressiv oder sowas, aber das trotzdem dieses, man ist dieses Und er benutzt halt auch allgemein sehr synth-heavy Beats, also mit sehr dollen Synthesizern auf denen. Was auch so ein bisschen Markenzeichen ist, er benutzt halt diese Glocke, so ein auf denen. Dumm, dass ich das nachgemacht habe, aber die passt einfach auch richtig gut in das Gesamtkonzept rein. Und auch sein Flow und auch seine Aussprache erinnern ein bisschen an Kati, aber ich finde noch ein bisschen mehr an Young Thug. Aber das Ding ist, er kopiert das nicht oder so, sondern man merkt vielleicht, dass da Inspiration kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, aber könnte echt sein. Aber dass das nicht dieses blind kopiert oder so. Auf den hat schon seinen eigenen Stil da mit reingemixt. Also Yeat allgemein gibt mir ein bisschen Punk-Vibes. Nicht Punk im klassischen Sinne, aber so allgemein die Art und so, wie er rüberkommt. Und auch die Stimme, die ist halt so gritty auf den. Ich habe das Gefühl, er bringt Innovationen in Trap und Rap und so. Auf dem 5. Platz ist Mac Homie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mac Homie. Eigentlich heißt es Mac Homie. Oder Mac Homie. Mac Homie. Ich weiß nicht, ich bin ehrlich, ich weiß nicht so ganz. Ich kann mich erinnern, dass er selber Mac Homie gesagt hat. Aber das hört sich irgendwie komisch an. Deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und er mit seinem Album Pray for Haiti ist auf Platz 5. Nein, Digga, Siri, Leider ne? kann ich dir leider auf dem Mac nicht helfen. Ich check sie nicht. Ich hab nicht mal Siri. Echt, egal. Sein ganzes Album ist so dreamy und eher oldschool. Also er benutzt so er benutzt so Boom-Bap-Beats. Dieses Album ist allgemein sehr deep, auch was die Texte angeht. Er benutzt sehr jazzy Loops für seine Beats. Das passt richtig gut in dieses dreamy Feeling. Seine Stimme ist so ein bisschen rauchig und die wird auch nicht langweilig. Besonders hat er öfter mal ein Feature von Westside Gunn und die beiden harmonieren einfach so gut. Auf dem 4. Platz ist Last Year Was Weird, Volume 3 von TK Meizer. Ich hoffe, man spricht das so aus. Wenn nicht, egal. Dieses Projekt ist allgemein sehr vielseitig, dafür, dass es so kurz ist. Also es sind, glaube ich, nur 8 Songs oder so, 22 Minuten insgesamt. Die Production allgemein ist so sehr bloomy. Ihre Vocals sind richtig gut. Also sie hat eine richtig gute Stimme, plus halt eben weiß sie, wie man die einsetzt. Also sie macht nicht irgendwie so nervige Sachen, sondern sie hat einfach eine richtig gute Vocal Performance. Ich finde die Beats sind nicht mal mehr richtig Beats. Low-key könnte man die sogar selber als Lieder hören, weil ein Beat an sich in einem Song ist so abwechslungsreich. Das Mixing ist auch sehr gut. Ich wüsste nicht, was ich daran verbessern würde oder so. Auf Platz 3, und das ist jetzt das Special, ist Talk Memory von Bad Bad Not Good. Und ich bin zufällig auf diese Band, würde ich eigentlich sagen, gekommen, auf diese Gruppe. Das waren meine YouTube-Recommendations und das ist Jazz. Und auf denen, ich habe noch nie so viel Jazz gehört. Ich habe einen Kollegen und der zeigt mir ab und zu Jazzlieder. Und ich finde die eigentlich immer fresh. Aber so an sich habe ich noch nie so Jazz gehört. Dieses Album ändert das vielleicht, weil das hat mich so auf den Geschmack gebracht. Man muss einfach offen sein. Denn ich finde, dieses Album ist einfach eine Erfahrung. Das ist so, ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht ein gesprochenes Wort, ne? Das sind nur Instrumente. Aber das fühlt sich so an, als würde man einen Film gucken in seinen Kopf. Und man hört den ersten Song und man hat einfach dieses Gefühl und man weiß ganz genau, dass der Song dieses Gefühl rüberbringen sollte. Zumindest denke ich das. Und wenn ihr das Album hört, was ich sehr empfehlen kann, hört es vom ersten Song nicht Shuffle anmachen in Reihenfolge bis zum letzten Song, weil das ist ehrlich, wie als würde man einen Film gucken mit seinen Ohren ohne Lesen, gar nichts. Einfach, man hat diese Bilder im Kopf, das ist einfach fresh. Und auf Platz 2 der besten 6 Alben in den letzten 6 Monaten ist Call Me If You Get Lost von Tyler, the Creator. Dieses Album, das hat mich einfach voll überrascht, weil ich habe das nicht mal richtig geplant gehört. Ich habe das so eher so spontan gehört.
Also ich habe den Release nicht unbedingt so abgewartet wie bei anderen Alben, aber das war so spontan und das hat mich einfach nur überrascht. Weil als ich das gehört habe, ich fand jedes Lied war ein Banger. Auf dem jedes Lied, das war einfach fresh und das ist selten, dass man keinen Skip hat. Aber alles passt einfach perfekt rein. So jede Vocal Performance von seinen Features und von Tyler. Jedes Instrument, jedes Sample, alles passt so perfekt in ein Lied rein und das ist einfach so ein richtig gutes Endergebnis. Die Vocals von Tyler sind eh krank. Ich meine, man kennt seine Stimme, die ist echt außergewöhnlich. Seine Texte sind auch unnormal gut. Und auf Platz 1, man kann sich das denken, wenn man mich ein bisschen kennt, wenn man meine Videos guckt, was nicht viele machen, aber ich bin dankbar über jeden einzelnen Video, dann weiß man, Donda ist auf Platz 1. Ein sehr, 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 sehr gutes Album. Donda, Spaß. Was auch mit Mike Dean war, dass er festgehalten wurde und dass er gesagt hat, mit Kanye zusammenarbeiten ist schlecht. Und man dachte, wenn Mike Dean von der Production ist, dann wird das ganze Album einfach sozusagen in die Tonne getreten. Es wird ein zweites Yandi, viele dachten das. Ich bin froh, dass es so geworden ist, wie es ist. Ich finde, die Production ist nicht clean, muss ich ehrlich sein. Aber dafür stimmt einfach alles andere. Ich habe ein Kanye-Ranking gemacht mit allen Alben. Ich werde das auch oben, ich glaube, das war diese Seite, ich bin mir aber nicht sicher, einblenden. Ihr könnt euch das angucken. Ich habe da schon ein bisschen über das Album geredet, deswegen will ich jetzt nicht zu viel darüber reden. Aber ich bin einfach froh, dass wir es haben. Ja, genau, das Album hat einfach so einen Vibe. Das ist so ein bisschen ernst, so ein bisschen seriös. Kanye hat irgendwie alle seine, so viele Ideen von seinen anderen Alben da reingesteckt, das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Mix aus allem. Also da gibt es sogar ein Lied, das hört sich an, das könnte aus Graduation kommen. Jesus Vibes habe ich bekommen. Natürlich auch The Life of Pablo mit Gospel Performances und sowas. Und das ist nicht irgendwie kopiert von den Alben, sondern das einfach so reingemixt in dieses Werk, das so echt seriös rüberkommt und ernst. Auch wenn man so Ausreißer hat, zum Beispiel mit diesen Globo Schlabala, Digga, dieses I am the Globo Schlabala. Da denke ich so, okay, ist funny, aber so überlegt, das ist echt crazy, dass Kanye, ne, er ist 44 oder so, er kennt den Globo Schlabber, Mann. Crazy. Ich finde, dieses schwarze Albumcover passt einfach perfekt. Das repräsentiert das so doll, das ist einfach dieses seriös, einfach ernst. Ich mag das sehr gerne. Die Features sind krank. Er hat das Beste aus den Artists rausgeholt. Besonders 5-Year Foreign, krank, was er gemacht hat. Playboi Carti Features sind auch richtig heftig und die beiden, Kanye und Carti, die passen low-key so gut zusammen, hätte ich niemals gedacht, aber ja, auch alle anderen Features, einfach nur echt gut. Die Beats sind natürlich wie immer bei Kanye sehr außergewöhnlich und auch innovativ und mich wundert es bis heute, dass Kanye immer so schafft, dass sich alles so modern anhört. Man muss halt bedenken, dass er schon 44 ist und viele Künstler mit 44 sind eigentlich nicht mehr so gut wie am Anfang ihrer Karriere, weil sie nicht mehr so mit der Zeit gehen können. Auch auf diesem Album, Kanyes Vocal Performance ist auch besser denn je. Also ich habe das Gefühl, er hat Gesangsunterricht genommen, weil low-key sind die manchmal echt gut so, dass ich mir denke, okay, er kann vielleicht doch echt gut singen. Ja man, Kanye, Donda. Mein Lieblingstrack, Jonah und Junior und mein wenigst Lieblingstrack, Off the Grid, Spaß. das mit Pop Smoke. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß hier gerade, wie das heißt, aber diese Tribute. Ja, genau, das war das Video. Ich freue mich schon, das schneiden zu dürfen. Spaß. Ich hasse Schneiden. Und ich freue mich schon, wenn ich mir jemanden leisten kann, der meine Videos schneidet. Deswegen wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir einen Like da lasst, kommentiert, was ihr wollt, kommentiert, ob euer Tag heute schön war. Ich bin dankbar, wenn ihr das Video wenn du das Video bis hierhin geguckt hast, weil das gibt mir das Gefühl, dass sich das jemand anguckt. Und ich kann das alles sehen. Ich kann das alles sehen. Ich kann alles sehen, Leute. Ich kann sehen, wenn jemand sich das Video nicht bis zum Ende anguckt. Ich bin loco, Digga. Guckt euch das Video bis zum Ende an. Spaß müsst ihr nicht. Aber genau, kommentiert, was euer Lieblingsalbum von den 6 ist. Und ja, bis nächste Woche. Danke fürs Zusehen.